Ich freue mich, dass Sie als Zuschauer dabei sind. Ich hatte in der Eröffnungsrede schon Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Martina Kuhhaupt und ich bin die Leiterin des Digitalisierungszentrums ZEITZ. Heute darf ich das zweite Konferenzthema moderieren. In diesem soll es um neue Formen von Arbeit, Zukunft der Arbeit und Stadtentwicklung gehen. Welche Chancen ergeben sich dort durch die Digitalisierung, durch neue Arbeitsmodelle für den ländlichen Raum? Hier insbesondere mit dem Fokus auf die Region Zeitz und das südliche Sachsen-Anhalt. Die nun kommenden Beiträge und auch die sich anschließende Podiumsdiskussion werden live aus dem DZZ-Studio gesendet. Und ich freue mich auf spannende Beiträge der nun folgenden 5 Referenten. Den Anfang macht Herr Thieme, Oberbürgermeister der Stadt Zeitz. Herzlich willkommen. Herr Thieme hat sich zur Aufgabe gemacht, die große Chance, die sich im Rahmen des Strukturwandels bietet, zu nutzen, gerade auch im Hinblick auf Stadtentwicklung und das Heben unentdeckter Potenziale. Mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept 2035, Zeitz Stadt der Freiräume, wurde ein erster Schritt in diese Richtung getan. Wie können Freiräume gezielt für die Stadtentwicklung und die Wirtschaft genutzt werden? Dieser Frage geht Herr Thieme in seinem Beitrag nach. Herzlich willkommen und bitteschön. Ja, herzlich willkommen zurück in Zeitz, der Stadt der Freiräume. Ich werde jetzt einen Ritt über die Stadt machen und versuche Ihnen in 8 Minuten zu vermitteln, wieso die Rahmenbedingungen sind und auch die Chancen. Ja, wie gesagt, willkommen in der Stadt der Freiräume. Hier ein sehr symbolisches Bild, die Geschichte und die Industrie im Kontrast. Hier noch einmal ein Blick zurück in die Geschichte. In den 90ern gab es einen massiven Aderlass, einen Strukturbruch. Arbeitslosenzahlen gingen hoch. Wir hatten bis zu 28% offizielle Arbeitslosenquote. 20.000 Industriearbeitsplätze sind weggebrochen. Vor Corona haben wir uns dann entwickelt auf 6,1% aus verschiedensten Gründen, auch natürlich aus demografischen. Auf der nächsten Seite sehen Sie Entwicklung der Einwohnerzahlen. Zur Wende waren wir 43.000, haben 20.000 Einwohner in gleicher Höhe, also wie die Industriearbeitsplätze, verloren, haben dann das ist der kleine Zacken, durch Eingemeindung weitere dazu gewonnen, sind jetzt nur noch 28.000 mit immer noch sinkender Tendenz. Was sind die Herausforderungen der Zeit? Natürlich der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis zum Jahr 2038 und damit die Gefahr des Verlustes von über 2.400 direkten Arbeitsplätzen bei der MIPRAG. Die MIPRAG ist bei uns der mit Abstand größte Arbeitgeber in der Region. Und daher muss ein erneuter Strukturbruch vermieden werden durch geeignete Maßnahmen. Unsere Probleme sind, wir haben keine freien Industrieflächen mehr. Wir haben Altindustriebrachen, die natürlich schwer verfügbar sind, weil sie mit Altlasten belastet sind. Das ist eine Frage der zeitlichen Verfügbarkeit und natürlich auch der Kosten. Städtebaulich durch die Anwanderung haben wir 4.800 leere Wohnungen circa und damit 23% Wohnungsleerstand. Das ist schon immens. Uns beschäftigen zudem eine unzureichende verkehrliche Anbindung, der übliche Fachkräftemangel. Wir haben personelle Engpässe in der Stadtverwaltung und auch dort haben wir nicht zuletzt ein Imageproblem. Die Potenziale, die wir haben, sind natürlich die Anknüpfungspunkte an industrielle Traditionen. Wir haben einen gewissen Unternehmensbestand, auf den ich gleich noch komme. Im Strukturstärkungsgesetz sind schon verankert die Punkte ZRZ, das Zentrum für Regionalentwicklung Zeitz, die S-Bahn-Verbindung Leipzig-Zeitz-Gera und das Gewerbegebiet Radeland als Anknüpfungspunkt für neue Ansiedlungen. Positiv auch die Distanz zum Flughafen Leipzig-Halle mit 55 Kilometern. Und wir bieten, die negativen Aspekte sind sozusagen gleichzeitig die positiven für die Zukunft ausreichend Freiräume für Arbeiten und Leben vor den Toren Leipzig. Leipzig ist auch nur 42 Kilometer mit dem Auto entfernt. Wir haben kreative Köpfe und risikobereite Investoren. Wir sehen große Chancen als Modellregion im Transformationsprozess. Wir wollen eine Stadt der Zukunft werden. Was uns auszeichnet, ist auch die enge Zusammenarbeit mit dem Burgenlandkreis, der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland, der Landesregierung, insbesondere der Stabsstelle Strukturwandel und auch dem Bund. Was wir zu bieten haben als Stadt und Region, ist ein reiches Kulturangebot und natürlich touristische
Anknüpfungspunkte. Zeitz ist ein Industriestandort mit langjähriger Tradition. Südzucker, Bioethanol, die größte, Europas größte Bioethanolanlage. Wir haben die Mibrag, wir haben Zetti, Schokoladenproduzent, die Knusperflocken werden eben noch hergestellt. Und Silbitz Group ist auch in Zeitz zu finden. Was haben wir bisher an größeren Projekten umgesetzt, was in diesem Rahmen zu erwähnen wäre? Wir haben Altindustriebrachen, hier die Wäscheunion, revitalisiert. Die Landesgartenschau 2004 haben wir genutzt, um alte Industriegebäude wieder nutzbar zu machen. Hier die Klinkerhallen als Jujutsu-Bundesleistungszentrum. Das Hochwasser 2013 hat uns sehr hart getroffen. Allerdings fließen dadurch bis heute Millionen an Schadensbeseitigungsmitteln in die Stadt und helfen uns natürlich städtebaulich. B91, B2N, hier ist eine Ortsumgehung gebaut worden, die natürlich die Stadt verkehrlich stark entlastet und damit die Wohnqualität erhöht. Auch eine Reitanlage ist zu erwähnen. Mit Herdenhaltung auf 7 Hektar ist so gut wie fertiggestellt, ist natürlich für die Lebensqualität hier vor Ort sehr wichtig. Auch der Neubau eines Tierheims ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, weil dieser Neubau aus Hochwassermitteln finanziert wurde und ein Tierheim auf dem neuesten Stand gewährleistet hat. Und ein Edeka-Neubau hat tatsächlich zu positiver städtebaulicher Entwicklung beigetragen. Es konnte ein ganzes Quartier neu gestaltet werden und Ruinen wurden beseitigt. Und jetzt hat man quasi ein Einkaufserlebnis, ein positives mitten in der Stadt. Was tut die Wirtschaft? Südzucker hat zum Beispiel die Weizenstärkeanlage vor einigen Jahren erweitert. Und es gibt auch unterstützende Wirtschaftszweige, die sich ansiedeln. Die Tankreinigungsanlage ist nicht nur für uns hier in der Stadt interessant, für Südzucker, sondern auch für den Chemie- und Industriepark in unmittelbarer Umgebung. Wir müssen uns neu ausrichten. Was beinhaltet das? Das ISEC, das integrierte Stadtentwicklungskonzept, berücksichtigt schon die Potenziale und Aufgaben im Rahmen des Braunkohlestrukturwandels. Wir nennen uns da schon Zeitz Stadt der Freiräume. Wir haben ein Leitbild auch mit viel Bürgerbeteiligung aufgestellt, Leitbild mit dem Namen Zeitz 2035. Das ist auch das erste Leitbild, was es für die Stadt gibt. Wir wollen uns natürlich, weil Leipzig stark wächst, stärker an die Oberzentren, eben wie Leipzig, anbinden, vor allem durch eine S-Bahn-Verbindung. Wir wollen Probleme wie Bundesstraßen aus der Stadt holen, die städtebaulich einfach zu Belastungen führen. Wir wollen uns natürlich mit Wasserstoff, grüner Energie beschäftigen. Wir sind dabei, Kultur- und Kreativwirtschaft zu etablieren. Seit 2014 mit Kloster Posa gelingt das auch immer mehr. Gleich kommen auch noch ein paar Beispiele. Wir müssen und wir wollen Altindustriebrachen revitalisieren und neu nutzen. Wir müssen aber auch für Ansiedlungen Gewerbe- und Industriegebiete neu erschließen. Wir wollen Weichen stellen für zukunftsfähige und nachhaltige Ansiedlungen. Die digitale Infrastruktur ist eines der Themen, die schon seit Jahren verfolgt wird. Und natürlich auch die Bildungsinfrastruktur muss modernisiert werden als wichtiger Standortfaktor. Zukunftsprojekte der Stadt Zeitz, das Projektbüro Stadt der Zukunft, wird sich mit dem Masterplan beschäftigen. Wir gehen da demnächst in die europaweite Ausschreibung. Das ist eine Fördermittelbewilligung nach dem Bundesprogramm STARK. Dort soll viel Bürgerbeteiligung und Projektentwicklung im Rahmen des Strukturwandels stattfinden. Auch das Digitalisierungszentrum, in dem wir uns jetzt befinden, hat mit dem Braunkohlestrukturwandel unmittelbar zu tun. Das ist sozusagen unser Projekt aus dem Sofort-Programm. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke Gera-Zeitz-Leipzig ist immens wichtig, städtebaulich und setzt eigene Impulse und Signale schon für die Zukunft, auch wenn die Umsetzung natürlich noch Jahre dauern wird. Es sind, wie schon erwähnte, neue Industrie- und Gewerbestandorte auch übrigens in interkommunaler Zusammenarbeit zu entwickeln. Zeitz ist bereits Gigabit-Stadt und die Digitalausstattung und Sanierung von Schulen und Kitas, auch das habe ich schon ansatzweise erwähnt, ist ein wichtiger Standortfaktor, um Familien Zukunft zu geben in der Stadt.
Die Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa zusammen mit dem Kunsthaus Rahnestraße sind wichtige Ausgangspunkte für weitere Entwicklungen in der Stadt. Das VR, das Virtual Reality Zentrum im Kreativquartier Nudelfabrik Zeitz, gehört auch zu den weiteren Anknüpfungspunkten für Entwicklungen, die wir auch gerne nutzen. Was sind Projekte der Wirtschaft in der Stadt? Natürlich Biodiversität, Wasserstoff, grüne Energie und all diese Themen der Zukunft. Und nicht zuletzt die Verbesserung der touristischen Infrastruktur, die alle anderen Prozesse bis hin zum Städtebau natürlich unterstützt. Hier ein kleiner Blick auf das Projektbüro Stadt der Zukunft. In 4 Handlungsfeldern beschäftigen wir uns mit der Stadt. Wie wollen wir in 20 Jahren leben? Besonders bemerkenswert hierbei, dass es erklärtes Landesinteresse ist, dass Zeitz zu einer Musterbeispiel für einen gelungenen Strukturwandel werden soll. Und ebenso erwähnenswert die gute Zusammenarbeit mit der SALEG, der Sachsen-Anhaltinischen Landesentwicklungsgesellschaft, die dem Verkehrsministerium des Landes untersteht. Aktuelle Bauprojekte der Stadt sind die Modernisierung und die Sanierung des Bahnhofes, dort, wo die S-Bahn halten soll, Kloster Posa, da finden aktuell Bauarbeiten statt und auch zukünftig, damit sich das dortige Projekt im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich entwickeln kann. Unten sehen Sie Zekiva, dort mit europäischen Fördermitteln EFRE wird das Stadtarchiv in die oberen 4 Geschosse gebracht. Viel Geld fließt dort rein, ein wunderschöner Industriebau, auch quasi ein Symbol für die Zeitzer Industriegeschichte. Und unten wird Gewerbe stattfinden, ein Coworking Space. Etwas, was es so noch nicht gibt, korrespondierend mit einem weiteren Coworking Space mitten in der Innenstadt. Unten rechts sehen Sie die sogenannte Nudel, wo einiges stattfindet, worüber Sie auch noch einiges weiteres erzählt bekommen. Aktuelle Bauprojekte, die Brikettfabrik Hermannschacht, die Scharrenstraße, städtebaulich interessant. Dort haben wir als Stadt 4 Flurstücke in Folge veräußert. Inzwischen hat sich das auf die doppelte Anzahl erweitert. Also dort hat der Impuls sozusagen gezündet und es findet Entwicklung statt, die eigentlich beispielhafter kaum sein kann. Unten die Rahnestraße, das Imageproblem der Stadt, auch im Braunkohlestrukturwandel jetzt angesiedelt, die Entstehung eines Mehrgenerationen-Wohnhauses. Und unten sehen Sie die Grundschule Stadtmitte, Sekundarschule 3. Dieses Gebäude soll der Bildungscampus Zeitz werden. Infrastrukturentwicklung wirtschaftlich, hier sehen Sie nochmal die Nudel, Zetti, Bahnhof, den Bahnhof Zekiva und Zitza als Altindustrie-Gebäudestandorte, die wir zukünftig nutzen wollen. Hier sehen Sie Quartiersentwicklung, ehemaliges Zekiva-Gelände, das sind tatsächlich Brachflächen, die wir einer wirklich zukunftsgerichteten Entwicklung zukommen lassen wollen. Es wird sehr spannend, diese Flächen zu entwickeln. Unten nochmal, das ist ein Blick auf das Gewerbegebiet Radeland, was wir entwickeln wollen. Unten rechts sehen Sie nochmal das farblich gekennzeichnet. Und jetzt so Zukunftsprojekte, ich muss mal sehen, Zukunftsprojekte, potenzielle Freiräume liegen in unseren Altindustrieflächen und Gebäuden, wie beispielhaft einige Gebäude, in denen wir uns vorstellen, dass dort etwas stattfinden kann. Darf man seine Fantasie spielen lassen. Das ist natürlich mit viel Aufwand verbunden, diese Gebäude wieder verfügbar zu machen. Was findet aktuell statt im Bereich kreative Kultur, Bildung? Das Digitalisierungszentrum Zeitz, das Kunsthaus Zeitz in der Rahnestraße, Kloster Posa und die Nudelfabrik sind Orte, wo Dinge stattfinden. Nochmal im Speziellen das Digitalisierungszentrum Zeitz mit einem Makerspace, einem Learn Lab, Networking und Strategieentwicklung. Es werden dort Workshops abgehalten und digitale Praxisangebote an Wirtschaft, Schulen und Bürger wie Sie und ich. Die Nudel, auch ein Faszinosum, ein altes Industriegebäude in privater Hand. Das Virtual Reality Zentrum ist da, Virtual Reality auf höchstem Niveau, gedacht für Schulungen.
um dort ja, reale Weiterbildungen zu ersetzen durch VR-Technik. Es gibt dort ein Loft, es gibt dort ein Coworking Space, der auch gerne genutzt wird, und es gibt Ausstellungen im Bereich Kunst, und es entwickelt sich immer und immer weiter, und es macht Freude, die Entwicklung dort zu sehen. Am Ende noch ein paar Blicke auf die Stadt. Was hat die Stadt als solche zu bieten? Für den städtischen Haushalt natürlich drei Sommerbäder. Wir haben aber 7 sehr bedeutsame Bibliotheken. Es gibt natürlich auch große Bürgerfeste wie das Zuckerfest. Wir haben Freizeitparks, wir haben die Weiße Elster. Wir haben eine reiche Geschichte, über 1050 Jahre Stadtgeschichte, birgt so einiges, was interessant ist. Wir haben Kultur für jedermann, wir haben attraktive Highlights. Hier das unterirdische Zeitz, sehr interessantes Gangsystem mitten in der Stadt. Wir haben Wohlfühlorte wie den Schlosspark, die ehemalige Landesgartenschau 2004. Wir haben Industriekultur, wir haben Kunst von Rang in der Stadt, und wir haben nicht zuletzt als Gigabit-Stadt schnelles Internet, WLAN an verschiedenen Orten. Und ich darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Zeitz, Stadt im Wandel, ich lade Sie ein, machen Sie mit. Waren spannende Ideen, viele Ideen, und es klingt nach viel Arbeit, die vor uns liegt, die vor Ihnen liegen, die vor der Stadtverwaltung liegt. Ich persönlich bin ja auch erst seit 11 Monaten in Zeitz, und ich muss sagen, Sie haben zweimal vom Imageproblem der Stadt Zeitz gesprochen. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den überregionalen oder auch regionalen Gesprächspartnern, ich kann das nicht bestätigen. Also das Image der Stadt ist überregional wahrscheinlich besser als hier in der Stadt. Also viele kommen hierher und sind begeistert von Zeitz, von der Historie der Stadt, die vielen Geschichten, die Stadt zu erzählen hat, und auch von den Gegensätzen, die Stadt zu bieten hat. Also historische Gemäuer auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die traditionelle Industrie. Und Zeitz, Stadt der Freiräume, bietet natürlich auch Potenziale für die Zukunft, gerade auch in Kombination mit digitalem Arbeiten, das Zukunft der Arbeiten. Es gibt viel Platz in Zeitz, es gibt viel Freiraum. Und gerade wir als Digitalisierungszentrum sprechen ja auch die Gründerinnen und Gründer der Digital- und Kreativbranche an. Und hiermit möchte ich überleiten auf das zum Thema digitales Arbeiten, die Zukunft der Arbeit. Weil das wäre eine spannende Kombination, also digitales Arbeiten in Zeitz, in der Stadt der Freiräume. Und